Hallo liebe Erdlinge, hallo liebe noch nicht Veganer. Heute sitze ich hier mit dem Lutz von Schwerin. Das ist der Ehemann von der Julia, mit der wir letzte Woche das Interview über den Vegan Workspace in Dortmund geführt haben. Lutz, dich habe ich jetzt direkt mal ins Interview geholt, weil du hast mit erneuerbaren Energien zu tun. Denn die Agrar- und Ernährungswende ist extrem wichtig, aber selbstverständlich brauchen wir auch eine Energiewende. Magst du dich kurz eben vorstellen? Ja, so ist das. Ja, Tim, danke. Erstmal, ich arbeite für die Firma Lotus aus Potsdam, bin hier in Nordrhein-Westfalen zuständig als Projektentwickler für erneuerbare Energien. Das heißt also in erster Linie für Solar- und Windparks, die wir bauen, also planen und dann auch bauen und betreiben. Das heißt, auch im Anschluss den Strom, den vermarkten wir dann auch nochmal. Wir haben beispielsweise in Brandenburg, wo die Zentrale ist, einige Solarparks, wo wir auch direkt den Strom an Firmen über Direktlieferverträge, also sogenannte Power Purchase Agreements, verkaufen und damit einigen Unternehmen, die wirklich den Bedarf an erneuerbaren Energien haben oder auch deswegen sich dort angesiedelt haben. Tesla ist auch so ein Fall im Übrigen. Die haben sich in Brandenburg angesiedelt, weil da so viel erneuerbare Energie vorhanden ist. Mhm. Und da liefern wir dann direkt auch den Strom hin. Das heißt also, hier in Nordrhein-Westfalen haben wir noch nicht so viel Anlagen oder Leistungen installiert. Liegt in der Natur der Sache, aber das ist jetzt von der Zentrale aus expandiert. Ganz genau, ja. Ganz genau. Das liegt jetzt an mir unter anderem und mit noch mehreren weiteren Kollegen, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen halt da auch nochmal genauso einen Beitrag leisten, wie wir das in Brandenburg gemacht haben. Verstehe ich das richtig? Ihr speist dort in Brandenburg euren Strom nicht ins Gesamtnetz ein, sondern ihr liefert direkt an die Kunden? Das heißt, die bekommen zu 100% erneuerbare Energien? Oder? Ja, auch. Also wir machen beides. Mhm. Wir haben in erster Linie speisen wir es ins Stromnetz ein, aber wir haben auch direkte Lieferverträge, wo wir das direkt an Unternehmen liefern. Mhm. Das ist ganz genau. Manchmal ist es auch so, dass wir ins Stromnetz einspeisen und trotzdem den Vertrag mit dem Unternehmen machen. Das läuft dann über, also die Direktvermarkter, den teilen wir dann mit, dass wir da einen Abnehmer haben und dann geht das noch über den Umweg, aber weil wir dann die Leitungsentgelte auch noch abführen müssen. Aber das ist genau so. Also wenn ich als Privatperson jetzt zu Hause mich entscheide, den Stromanbieter zu wechseln und sage, ich nehme jetzt einen erneuerbaren Stromanbieter, dann kommt aus meiner Steckdose ja nach wie vor derselbe Strom mit. Ja. Ne? Nur dadurch, dass ich Kunde bin, kann dieser erneuerbare Stromanbieter halt seine Kapazitäten erhöhen und so wird dann im Laufe der Zeit, wenn immer mehr Kunden da sind, der Strommix halt immer erneuerbarer und es ist dann weniger Braunkohlestrom dabei. Das ist korrekt, ne? Ganz genau, ja. Also und wenn ihr jetzt so eine Direktlieferung habt, dann sind das dann Firmen, die sagen, es ist uns wichtig, dass wir sagen können, was weiß ich, in unserem PR-Auftritt, wir haben 100% erneuerbare Energie, oder? Ja, das ist eigentlich das Hauptargument, dass sie das aus Imagegründen machen wollen, um genau das sagen zu können, weil die werden immer noch einen zusätzlichen Anschluss haben, um eventuelle Spitzen, die wir nicht leisten können oder wenn mal schlechtes Wetter ist und eben nicht die volle Leistung über Solar abgerufen wird, dass sie das aus dem Netz sich ziehen. Aber auch da haben sie dann Zusatzverträge mit erneuerbaren Energiedienstleistern, die dann halt da auch den Strom so abrechnen und dadurch halt auch der Bedarf steigt, ne, im Strom. Also man kann sich das vorstellen, der Strom, der vorhanden ist, der produziert wird, der wird in einen Stromsee eingespeist und daraus nimmt sich halt jeder, was er braucht. Und dann wird halt nachher abgerechnet, ne, wer hat welchen Beitrag geleistet. Mhm. So, es muss halt immer zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge an Strom da sein. Ne? Dafür ist die Bundesnetzagentur da und das wird dann über die Strombörse wird das geregelt. Ja. Ja. Das, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das größte Problem bei den erneuerbaren Energien ja, dass du entweder Sonne hast oder Wind hast oder es ist Nacht und Flaute. Das heißt,
für diese Zeiten, wo die erneuerbare Energie nicht von Wind und Sonne bereitgestellt wird, brauchst du dann ja Batteriespeicher, um halt in den Zeiten auch Energie liefern zu können. Macht ihr das auch, dass ihr diese Energienetze aufbaut? Also wir gehen natürlich in Batteriespeichern, wir haben jetzt ein Pilotprojekt, wo wir sowas auch mit aufbauen werden, aber in erster Linie ist das auf der großen Ebene, in der wir das machen, das lohnt sich für den Einzelnen im Privathaushalt, lohnt sich sowas. Solar aufs Dach und zusätzlich in Speicher, die Energie, die nicht benutzt wird, geht dann in den Speicher und kann in der Nacht oder wann auch immer auf, also genutzt werden. Auf der Ebene, in der wir arbeiten, ist es so, wir haben bei den Windenergieanlagen, die großen, die haben erzeugen 6 Megawatt Leistung. Da kann man 4000 Haushalte mit betreiben. Da kann man nicht sagen, wir speichern das jetzt direkt in eine Batterie, das funktioniert so noch nicht, sondern das läuft ja auch unfassbar groß sein. Ja, Batterie, ne? Genau. Das läuft jetzt eher darüber, dass wir Elektrolyse-Aggregate mit ansteuern, die aus dem überschüssigen Strom Wasserstoff produzieren und dann der Wasserstoff nachher wieder zu Strom umgewandelt wird, in dem Moment, wo der Strom benötigt wird. Im Moment ist es noch so, dass da die Effizienz sehr schlecht ist. Also da wollte ich gerade zu sprechen drauf kommen. Ich habe das in dem Buch von den Quaschnings gelesen, Energierevolution jetzt, dass Wasserstoff eigentlich gar nicht so eine tolle Lösung ist, weil einfach der Verlust bei der Produktion des Wasserstoffs recht hoch ist. Ne? Ja. Also man macht es ja nur, weil er dann transportabel ist, weil die Energie dann in Gastanks transportabel ist. Ganz genau, oder auch gut speicherbar. Ja. Genau. Also ja, ganz genau, das macht man so. Da ist natürlich noch Luft nach oben, auch in der Entwicklung. Und da hoffen wir auch so ein bisschen drauf, dass natürlich dieser ganze Prozess effizienter wird, weil wenn ich es richtig im Kopf habe, sind das 75% der Energie, die verloren geht. Und, oder ja, 70-75% müssten das ungefähr sein. Und das ist natürlich so enorm. Im Kopf, ja. Und da ist aber, denke ich, noch Luft nach oben. Und deshalb muss man diesen Weg jetzt wahrscheinlich auch erst einmal gehen, um halt dort auch Innovationen mit anzustoßen und das voranzutreiben, damit es halt effizienter wird. Weil es wird halt so sein, dass wir immer irgendwie den Strom produzieren und er vielleicht dann gerade nicht genutzt wird. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir sowohl Wind als auch Solar haben, weil, wie du das eben schon gesagt hast, wir haben halt immer die Situation, also entweder haben wir Sonne und dann weht wenig Wind, oder es ist andersrum. Selten, dass beides gut vorhanden ist. Und aus diesem Grund ist es halt wichtig, dass wir, wenn wir die Energiewende wirklich schaffen wollen, dann brauchen wir beides. Dann brauchen wir sowohl Solar als auch Wind. Und wenn wir dann jetzt zusätzlich noch das Strommarktdesign ändern, dann kommen wir auch an die Stelle, wo es egal ist, wie viel Strom da produziert wird. Im Moment ist es halt so, in dem Moment, wo du den brauchst, kaufst du den Strom. Das geht über Zwischenhändler, wird er direkt auch an der Börse in Leipzig, wird der Strom gehandelt. Und dadurch entstehen die Preise halt auch. Du kannst auch langfristige Verträge machen, dann hast du natürlich irgendwie so Mischkalkulationspreise, aber mal hast du einen hohen Preis, mal hast du einen niedrigen Preis, je nachdem, wie viel Angebot da ist. Und wenn wir auf mehr erneuerbare Energien setzen, dann werden wir zu Zeiten Strom haben, an dem wir den nicht brauchen. Und dafür muss halt auch das Strommarktdesign verändert werden. Und da ist Gott sei Dank auch auf politischer Ebene, ist das Bewusstsein da. Und die arbeiten gerade daran, wie man das jetzt irgendwie lösen kann. Damit halt eben nicht Angebot und Nachfrage den Preis bestimmt, sondern produziert wird, wenn er da ist. Und dann halt abgerufen werden kann, wenn er gebraucht wird. Also im Grunde genommen ist die Lösung dann irgendwelche Speichersysteme. Genau, ist irgendwelche Speichersysteme und eben nicht, dass der Preis durch das Angebot bestimmt wird und die Nachfrage, sondern dass der Preis vielleicht irgendwie eine Mischkalkulation ist und man sagt, natürlich ist er nicht so volatil, aber vielleicht auch besser kalkulierbar. Und man sagt, man braucht halt Gestehungskosten von, man hat, keine Ahnung, 5, 6, 8 Cent und die
braucht man aber, die muss man auch haben, um halt auf der einen Seite die erneuerbaren Energien vielleicht noch ein bisschen zu fördern, auf der anderen Seite auch den Rückbau der alten Anlagen mit zu finanzieren, was natürlich auch erhebliche volkswirtschaftliche Kosten nach sich zieht. Ja, ja. Jetzt braucht man ja zum Aufbau von erneuerbaren Energien, also Solarzellen oder Windrädern, braucht man ja Flächen. Gut, Windräder sieht man ja häufig mitten im Feld stehen, da brauchst du einen kleinen Feldweg, ansonsten wird da nicht viel Fläche für verbraucht, oder? Ja, du hast halt, man sagt, pro Windenergieanlage, wenn es wirklich sehr großzügig rechnest, brauchst du einen halben Hektar Fläche, der versiegelt wird. Das heißt, du hast halt einmal das Fundament, was so 30 mal 30 Meter groß ist und wo du wirklich dann halt auch nicht mehr wirtschaften kannst. Da kommt noch eine Stadtkranstellfläche dazu und du hast die Zuwegung, ne, dieser Weg, von dem du gesprochen hast. Und das, also diese Kranstellfläche zum Aufbau, die ist natürlich deutlich größer, das wird auch nachher zurückgebaut, aber man braucht für die Wartung halt auch nur eine kleine Kranstellfläche, die wird halt auch freigehalten und die muss auch ständig gemäht werden, was halt auch unter anderem Vögel anzieht, da können wir gerne mal gleich drauf zu sprechen kommen. Ja. Das heißt, du hast halt pro Anlage einen halben Hektar Land, die du der Landwirtschaft oder halt auch vielleicht dem Wald an Fläche entziehst. Kannst aber 6 Megawatt Leistung dadurch generieren und das ist schon echt bemerkenswert. Nehmen wir jetzt mal den Worst Case. Ich rode einen halben Hektar Wald, um ein Windrad hinzustellen. Ja. Aus welchen Gründen auch immer, irgendwelche Abstandsregelungen oder sonst was. Kann man das gegeneinander aufwiegen? Habt ihr so eine Rechnung mal gemacht? Wie viel CO2-Senke geht verloren? Wie viel CO2 wird oder wie viel Kohlenstoff wird nicht mehr gebunden pro Jahr im Vergleich zu wie viel CO2 wird nicht mehr emittiert durch Braunkohle, wenn ich die ersetze durch den Windstrom? Wenn du die Rechnung so machst, kommst du auf einen Faktor von 1000. Das heißt, die Windenergieanlage ist 1000 mal effizienter als das, was der Wald an CO2 aufnehmen könnte, wird dadurch eingespart. Also es gibt... Das, wenn wir jetzt mal einfach pauschal sagen würden, dieser Wald bindet an der Stelle eine Tonne CO2, ja. Die Windenergie spart 1000 Tonnen CO2, die nicht emittiert werden. Ja, ganz genau. Und deshalb ist das eigentlich gar keine Frage, ob Wind im Wald oder nicht, meiner Meinung nach. Ich finde, das sollte man sich wirklich, sich gut überlegen, weil wir reden ja nicht davon, dass wir hier den Urwald, den wir noch zu 1 oder 2% hier in Deutschland, wenn überhaupt, haben, damit zerstören, sondern wir reden hier von Monokulturen, in der Hauptsache Fichte. Und von Wirtschaftswäldern, die sowieso permanent gerodet werden, ganz genau. für irgendwelche Holznutzung. Ganz genau. Da geht kein wertvoller Beitrag verloren. Diese, ich weiß nicht, waren das 200 Hektar Fichtenwald, die für Tesla, also in Brandenburg, gerodet wurden. Da ging ja ein Riesenaufschrei durch die Presse, ne? So viel Wald muss weg und so weiter, auch der schöne Wald. Da hat man geguckt, wie viele Tiere leben in diesem Wald, wie ökologisch wertvoll ist der. Man hat da 5 Tiere drin gefunden, die größer waren als eine Katze. Mehr nicht. Das waren irgendwie 2 Vögel, 2 Rehe und ich weiß nicht, was noch. Und mehr lebt da drin auch nicht, weil die Monokulturfichte ist halt leider auch nicht so ökologisch wertvoll. Ja. Gut, wenn man jetzt natürlich vor der Wahl steht, nehme ich einen halben Hektar aus einem Wald oder nehme ich einen halben Hektar von landwirtschaftlicher Fläche, wo zum Beispiel Viehfutter angebaut wird, dann ist die Entscheidung natürlich relativ leicht, oder? Aber es gibt dann immer noch so andere Konditionen, die halt dafür sorgen, dass die Wahl vielleicht doch auf den Wald fällt, oder? Ja, die Sache ist, wir haben halt in vielen Ländern gar nicht so viel Fläche, die wir auch überhaupt nutzbar machen können für erneuerbare Energien, weil gerade bei der Windenergie hast du sehr starke Abstandskriterien. Geht jetzt gerade durch die Presse, dass die Abstandskriterien
reduziert werden sollen und auch einfacher bei den Genehmigungsverfahren werden soll. Aber du musst halt gewisse Abstände auf jeden Fall halten. Und wenn du dir anguckst, so die neuen Windenergieanlagen, die haben eine Gesamthöhe von 250 Meter, das heißt also eine Nabenhöhe von 169 Metern und dann nochmal 81 Meter Rotor bis, also Flügelspitze sind wir bei 249 Meter und du musst dann mindestens zweimal die Höhe Abstand zum Wohnbebauung haben. Drunter kriegt man überhaupt gar keine Genehmigung mehr. Und das auch nur, wenn es sich um den Außenbereich handelt. Wenn du da eine geschlossene Wohnbebauung in der Nähe hast, dann reicht das auch meistens nicht. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich dahin, dass pauschal auf dreimal die Höhe gegangen wird. Das heißt, wir werden dadurch insgesamt trotzdem an Fläche gewinnen, weil im Innenbereich mussten wir 1000 Meter Abstand halten in der Vergangenheit, also hier auch in NRW. Mhm. Da wären wir bei 750. Das heißt also, wir gewinnen da wieder ein bisschen Fläche. Aber viel Fläche ist eh nicht möglich. Also weil man muss halt zum einen alle Flächen abziehen, wo halt Wohnbebauung ist mit dem Puffer. Dann überall Gewässer, ob jetzt stehend oder fließend, ist egal. Straßen können nicht bebaut werden, Schienenwege, wir haben Stromleitungen bereits und überall, da gibt es Vogelschutzgebiete, Biotope, andere bedeutsame Gebiete, die halt Sichtachsen zu irgendwelchen UNESCO-Weltkulturerben und so weiter bieten und oder von sonstiger herausragender Bedeutung sind für irgendwelche Schutzgebiete, das heißt auch Vogelzug wird da berücksichtigt und so weiter. Also da ist gar nicht so viel Fläche, was übrig bleibt. Ja. Das heißt also, und die Windenergie möchte eigentlich nur 2% der Fläche haben. Im Moment haben wir 0,8% in Deutschland, die verfügbar ist für Windenergie. Und wenn wir jetzt auf 2% gehen würden, dann ist auch noch ein schönes Rechenbeispiel, dann würden wir letzten Endes durch die Windenergie nur 0,07%, also 0,007% der Fläche versiegeln. Das heißt, der Rest würde auch entweder für die Landwirtschaft nach wie vor zur Verfügung stehen, ja, oder für Wald in dem Sinne wieder zur Verfügung stehen. Also nochmal, wir brauchen 2% der Fläche Deutschlands für Windenergie. Ja. Und was war jetzt das mit dem 0,07? 0,07% der Flächen sind am Ende überhaupt versiegelt? Ja. Das kommt durch die Abstandsflächen, die da ganz mit drin sind. Das sind diese 1,03, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Oder es sind ja, wir haben ja auch Abstände innerhalb von Windparks zu den einzelnen Windenergieanlagen, die wir einhalten. Das heißt, wir können die ja nicht nebeneinander stellen, sondern wir haben da gewisse Abstände, die wir auch einhalten müssen. Und deshalb, wenn man dann berücksichtigt, dass man innerhalb einer Fläche, die vielleicht zur Verfügung steht, wenn wir da 180 Hektar haben in einem Gebiet, dann können wir da vielleicht 10 Anlagen hinstellen. Und dann wird tatsächlich nur 10 Mal dieser halbe Hektar versiegelt. Und dann haben wir 5 Hektar, die wirklich tatsächlich versiegelt sind. Und der Rest kann noch landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzt werden. Und trotzdem haben wir dann da die Windenergie im Prinzip ausgebaut. Und diese 2% Deutschlands Windenergie würde ausreichen, um halt den Anteil der Windenergie bereitzustellen, den wir brauchen? Ja. Auch im Hinblick auf wachsenden Energiebedarf, wenn wir jetzt die Mobilität elektrifizieren und so? Ja, die Mobilität, also ich glaube, das wird ein bisschen, also meiner Meinung nach, überschätzt. Ich glaube, wir brauchen dafür nicht so viel Energie, sondern in der Hauptsache ist es die Industrie und die Haushalte, die sehr viel Energie brauchen. Also ich glaube, dass wenn wir die Mobilität komplett elektrifizieren würden, auf einen Schlag, wird das sicherlich spürbar sein, aber das wird ja so nicht passieren. Und deshalb glaube ich, brauchen wir da jetzt nicht noch zusätzlich so einen Schlag drauflegen. Genau.
die meisten Elektroautos werden ja höchstwahrscheinlich auch von PV-Anlagen vom eigenen Dach gespeist. Ja. Oder? Ich kann dir dazu gar nichts sagen. Ich weiß gar nicht, wo der Strom herkommt, weil die natürlich zu Hause das Auto laden oder in der Firma, die haben in den meisten Fällen da, wenn es irgendwie geht, auch eine PV-Anlage. Mhm. Aber dann brauchst du auch da einen Speicher, weil du kannst selten direkt aus der Sonne dann halt den Strom 1:1 ins Auto rüberschieben, sondern das muss ja auch irgendwie zwischengepuffert werden, weil die Autos haben eine bestimmte Mindestlast, die also die Batterien müssen mit einer bestimmten Mindestlast geladen werden und das geht halt nur über diesen Zwischenspeicher. Ne? Ja, und ja. Von daher ja, ist es halt so, dass ich aber die Zahlen dazu nicht kenne, weiß ich nicht. Aber deshalb denke ich, würden wir mit, wenn wir 0,2% der Fläche hätten, könnten wir auf jeden Fall nach den Modellrechnungen, wie sie im Moment aktuell in der Politik auch diskutiert werden und von einigen Professoren auch dazu, die halt auch für die erneuerbaren Energien Modellrechnungen erstellen, sagen, wir würden damit auskommen und könnten dann den Strombedarf, also würden den auf jeden Fall decken, ich weiß nicht, wir haben bei 120-130% eigentlich in der Spitze. Und das würde dann halt tatsächlich auch in Kombination mit Solar. Ja, genau. In Kombination. Ich würde gleich gerne auf Solarenergie kommen, aber lass uns nochmal kurz bei den Windrädern bleiben. Thema Vogelschlag und Infraschall. Das sind ja so die Hauptgegenargumente von Windkraftgegnern, die sagen, um Himmels Willen, wir töten damit unfassbar viele Tiere, weil die vor die Flügel fliegen und überhaupt unsere Psyche wird kaputt gemacht, wenn wir ständig diese Rotorenblätter hören müssen. Kannst du da ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen? Ja, mache ich gerne. Eine Sache wollte ich aber noch kurz vorher erwähnen, weil wir hatten über Wind im Wald gesprochen und was wir an Fläche benötigen. Es ist halt auch so, dass wenn wir Fläche dem Wald entnehmen, also wenn wir da wirklich, ich sag mal, einen halben Hektar versiegeln müssen oder unbepflanzbar machen künftig, müssen wir den an anderer Stelle wieder aufforsten. Also da gibt es ganz klare Auflagen von den Genehmigungsbehörden. Das heißt also, wir müssen dann Ausgleichsmaßnahmen vornehmen. Das heißt, diese CO2-Senke ist nicht für immer verloren, sondern sie wird an anderer Stelle wieder aufgeforstet. Genau. Das ist natürlich am Anfang bindet die ein bisschen weniger, wenn die Bäumchen klein sind, aber also auf lange Sicht ist es dann auch wieder neutral. Genau. Gemacht wird. Das heißt also, da wird natürlich dann wieder landwirtschaftliche Fläche in den meisten Fällen irgendwie oder Weidefläche dann halt umgebaut in Wald. Und das heißt also, aber es geht Waldfläche eigentlich nicht wirklich verloren. Ja. Das muss man halt auch mal sagen, weil ich finde, sonst, ne, klar, ist es um jeden Baum eigentlich schade, ohne Frage. Ne? Er hat ja nicht nur die Funktion, dann CO2 zu binden, sondern eine kühlende Funktion. Braucht man, ne? Zu Hause für Tiere. Genau. Klar. So. Ja. So, und deshalb ist es auch schon, finde ich, aber wichtig zu sagen, dass halt das auch kompensiert wird. Ne? Ja, aber gerne, um auf deine Frage zurückzukommen. Es sterben Vögel an Windenergieanlagen. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das ist leider Gottes so. Das ist auch, das ist schade. Und es wird sich aber auch nicht ganz verhindern lassen. Vor allem kommt hinzu, dass es in den meisten Fällen Vögel sind, die an Windenergieanlagen zu Schaden kommen, die schützenswert sind. Ich rede vom Rotmilan, Schwarzstorch oder überhaupt solche Vögel, die halt irgendwie auch auf der Liste der bedrohten Tierarten stehen. Und da wird natürlich ein besonderer Augenmerk drauf gelegt. Aber wenn wir das mal uns wirklich genau angucken und die Erhebungen, die es dazu gibt, die Zahlen, die dazu kursieren, aufgrund von tatsächlich Kartierungen, die halt, wo halt wirklich einer sich hinstellt und wirklich darauf achtet, ne, was sind
was liegen da für Vögel unter den Windrädern? Das wurde gemacht über sehr lange Zeiträume, wurden das an verschiedenen Stellen wurde geguckt und wie, da wurde dann auch geguckt, wie ist die Population im Umkreis von, bei Rotmilan hat man es sehr gut gesehen, wie die sich entwickelt hat. Und da kommt man ungefähr auf 5 Tiere pro Jahr, pro Anlage. Mhm. Gerade, ne, wir wissen, also es ist schade um jedes Tier, ohne Frage. Aber wenn man sich dann auf der einen Seite anguckt, wie viele Tiere, wie viele Vögel sterben bei der Alternative. Also wenn wir jetzt Kohle beispielsweise nehmen, für dieselbe Leistung, also ein Kilowatt, die wir mit der Windenergie erzeugen, stirbt einfach 5-mal mehr Vögel als durch ein Windrad. Inwiefern? Ja, insofern, als dass beim Abbau, der nötig ist, um die Braunkohle oder die Kohle überhaupt zu gewinnen, wird halt so viel Fläche kaputt gemacht, zerstört, dass Wälder abgeholzt und Lebensräume zerstört, also dauerhaft zerstört, dass man auf diese Rechnung kommt. Ich könnte vielleicht mal gucken, ich weiß, wo ich die Quelle herkriege, wo das beschrieben wird, die kann es vielleicht irgendwie in die Show Notes packen. Gerne, ja. Da gibt es eine Zahl zu, die hat das, ne, das ist ja nicht von mir die Zahl, das habe ich auch mir aus den Medien gezogen, und dass 5-mal mehr Vögel sterben durch Braunkohle beispielsweise, bei der selben Menge an Kilowatt, die erzeugt wird. Und deshalb finde ich, müssen wir halt gucken. Man könnte sagen, die Windkraft ist dann das kleinere Übel. Ja, genau. Das kleinere Übel. Also ich kenne wohl diesen Vergleich, so und so viele Tiere sterben durch Windkraftanlagen und so viele Tiere sterben durch Scheiben von Gebäuden. Ja, kennst du diese Einsetzung? Auswendig nicht, aber es ist 100-fach höher irgendwie, diese Zahl. Also Riesenzahl. Oder wie viele Vögel auch durch Katzen, durch Freigängerkatzen getötet werden. Das ist eine unfassbar große Zahl. Aber natürlich ist das nicht vergleichbar. Die Katze oder die Fensterscheibe leistet ja nicht denselben Beitrag zum Energiesystem. Aber wenn du es vergleichst mit einem Kohlekraftwerk, dann ist das natürlich schon der richtige Vergleich. Also die Alternative ist halt, gar keine Energie zu haben, wenn du sagst, es sollen keine Tiere sterben. Ja, klar. Also würde ich auch so sehen. Und wenn du dann natürlich noch guckst, ich weiß jetzt nicht, ob in dieser Rechnung schon die Vögel mit einkalkuliert sind, die an den Stromleitungen verenden. Mhm. Weil das sind, da gibt es auch unterschiedliche Zahlen zu, aber man spricht von 220 bis 460 Millionen Tiere, die im Jahr an Stromleitungen verenden. Das muss man sich mal überlegen. Wir kommen, wenn wir alle Tiere von Windenergieanlagen, wenn wir alle da zusammenzählen, kommen wir auf 100 bis 200.000 vielleicht im Jahr. Und da reden wir über 200 Millionen, also bis 460 Millionen. Aber letzten Endes werden wir die Stromleitungen noch weiterhin nutzen müssen, oder? Ja, aber es werden nicht so viele neue benötigt. Okay. Weil wir können an den Stellen, wenn wir überall dezentral kleine Kraftwerke bauen, so wie das die Windenergie und die Solarparks leisten, dann brauchen wir nicht so viel. Du hast weniger Strecke bis zum Verbraucher. Ganz genau. Okay, verstehe. Ja. Das ist halt auch so dieser Trugschluss. Ne? Viele sagen ja auch, wir möchten keine Windenergieanlage, weil wir es nicht schön finden. Sollen sie die doch auf dem Meer bauen? Mhm. Ja, schöne Idee, könnte man machen, wenn das jetzt nicht die Schweinswale so beeinträchtigen würde und das Ökosystem dort, ist ein anderes Thema, aber man muss den Strom ja auch da wegkriegen. Mhm. Und wenn du den Strom dann aus der Nordsee bis nach Bayern transportieren willst, dann brauchst du riesige Leitungen. Und du schaffst das nicht, solche Leitungen unter die Erde zu legen. Mhm. Das wäre nie wirtschaftlich, also das würde sich nie rentieren. Und diese Leitungen oberirdisch zu legen, wird auch bedeuten, dass einige Leute dann Stromleitungen sehen. Ja gut, aber daran hat man sich ja gewöhnt. Und auch dafür werden sicherlich Wälder gerodet. Strommasten zu setzen. Ganz genau. Mhm. Und unter den Leitungen darf beispielsweise auch kein Wald mehr wachsen. Ne? Mhm. Also das wird ständig immer freigehalten. Mhm. Das heißt, das ist nochmal deutlich mehr Fläche, die verloren geht, als bei Windenergieanlagen. Ja. Ja. Ich glaube, das Gleiche habe ich auch mal gelesen zum Thema
Wüstensolarstrom. Mhm. Also wenn wir irgendwie aus Algerien oder was Wüstensolarstrom holen, dann müssten wir auch riesengroße Trassen ziehen. Mhm. Und du hast ja auch über die Länge der Stromleitung hast du auch Verlust, glaube ich, auch Energieverlust. Ne? Genau. Mhm. Ja, ganz genau. Also selbst wenn wir das dann irgendwie auf Niederspannung dann oder auf eine andere Spannungsebene umformatierst und so und dann einen größeren Querschnitt vom Kabel, trotzdem, du hast Verluste und gerade wenn du dann über, weiß nicht, 800 Kilometer Leitung, das ist also völliger Quatsch. Und deshalb ne, ist das natürlich noch ein zusätzlicher Vorteil, den die Windenergieanlagen liefern. Also nicht nur, dass dann halt diese großen Leitungen wegfallen oder nicht mehr so stark benötigt werden. Nicht neu gebaut werden müssen. Nicht neu gebaut werden müssen. Genau. Und du hast meistens ja auch noch dann zusätzliche Einnahmequellen in den Gemeinden. Also das heißt, das ist etwas, ne, wo die großen Energiekonzerne natürlich nicht so eine große Freude dran haben, weil die Wertschöpfung für die Herstellung der Energie findet halt auch dann in den Kommunen statt. Ne? Das heißt, die Eigentümer werden daran beteiligt, die Kommunen werden daran beteiligt und es gibt ja auch viele Bürgerwind-Projekte, wo halt dann auch die Bürger sich wiederum daran beteiligen können und dann auch davon partizipieren können direkt. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo sich das dreht, klingelt bei denen auch so ein bisschen die Kasse. Das ist zwar jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber... Es ist immer noch besser, als wenn ihr ein Großkonzern es abschöpft. Ganz genau, ganz genau. Ja. Sehe ich auch so. Ja. Ein paar Worte zum Infraschall. Ja. Wenn so ein Windrad in der Nachbarschaft oder in der Nähe meines Gartens steht, wollen wir noch mal kurz über die Vögel sprechen, weil ich finde das so spannend. Ja, lass uns. Ich finde das so spannend, weil, wie du schon sagst, es sind mehrere Millionen Tiere, die, ich meine, es wären auch so irgendwas zwischen 20 und 46 Millionen Tiere, die halt durch Katzen fänden. Mhm. Wenn man den Katzen also ein Halsband noch anziehen würde, was, ne, da hatte ich letztens noch einen Beitrag zu gehört, dann würde das vielen Vögeln das Leben retten. Mhm. Macht man aber auch nicht, weil man die Katzen damit nicht irgendwie einschränken möchte. Ja. Und gehört halt dazu, man schimpft zwar mit den Katzen, wenn die sich einen Vogel irgendwie holen, aber dann, ja. Genau, und das nächste Thema ist noch, wenn man den Vogelschlag sieht, der Rückenlahm beispielsweise hat sich in den letzten Jahren so gut erholt und das, obwohl wir viel, also die Windenergie ausgebaut wurde, einige von uns aus der Branche behaupten schon trotz, oder also nicht nur trotz, sondern wegen der Windenergie, weil wir natürlich die Kranstellflächen, die wir also gemäht vor den Windenergieanlagen bereithalten, sehr gutes Jagdgebiet auch für die Vögel ist. Okay. Das lockt die natürlich auch an. Und wir haben jetzt bei den ganz großen Anlagen, ist es so, dass mittlerweile die Jagdflughöhe der Tiere halt so ist, dass wir dass sie halt in die Rotoren reingeflogen sind. Das ist mittlerweile bei den hohen Anlagen auch schon nicht mehr so, dass dann fliegen die manchmal auch unter den Rotorblättern durch. Okay. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die sich in die Quere kommen, ist dadurch geringer, dass die Anlagen mittlerweile größer sind. Ganz genau. Mhm. Wobei, das ist nur ein Punkt, aber, und jetzt passiert dann nämlich noch was ganz Spannendes, es gibt mittlerweile Radarsysteme, die wir auch einsetzen. Also wir selber haben ja auch in Mecklenburg-Vorpommern ein Pilotprojekt, wo wir das einsetzen, wo die Radarsysteme in Windparks erkennen, ist ein Vogel im Anflug. Okay. Und was ist für ein Vogel? Der kann bis auf eine Entfernung von einem Kilometer erkannt werden, was für ein Vogel es ist. Okay. Und wenn er sich auf Kollisionskurs befindet mit einer Anlage, dann kann werden die Rotorblätter aus dem Wind gedreht und dann wird innerhalb von Sekunden verlangsamen die sich so, dass sie sich kaum noch bewegen und dass dadurch die Wahrscheinlichkeit der Kollision nochmal drastisch gesenkt wird. Mhm. Und diese Anlagen befinden sich jetzt gerade im Zulassungsprozess und die werden jetzt künftig immer mehr auch eingesetzt, um halt zusätzlich nochmal was gegen diesen Vogelschlag zu tun. Ja. Weil wir sind alles Freunde der Natur und der Tiere. Wir haben, das ist der Grund, warum viele in dieser Branche arbeiten, weil wir halt
wissen, dass wir irgendwas tun wollen gegen den Klimawandel, weil wenn wir nämlich jetzt nicht anfangen, Windenergie oder Solar auszubauen, dann werden wir hier ein Klima bald haben, was halt überhaupt gar keinen Lebensraum mehr für die Tiere vorhält. Ich denke mir, der ganz große Vergleich ist ja, wie viele Tiere sterben dadurch, dass ich erneuerbare Energien ausbaue, und wie viele Tiere werden sterben, wenn ich es nicht tue, sondern einfach weitermache wie bisher. Ja. In 10, 20, 30, 40, 50 Jahren könnte es sein, dass der Planet so unbewohnbar ist, dass 90% allen Lebens schon verschwunden ist, oder vielleicht in 100 Jahren, man weiß es nicht. Ja. Und dann denkt man, oder dann würde man rückblickend vielleicht sagen, naja, die 5 Rotmilane pro Jahr, pro Anlage, hätten wir vielleicht doch opfern können. Nicht, dass diese Leben nicht wertvoll sind, ja, aber absolut. Wir setzen alles andere Leben aufs Spiel dadurch. Ja. Dass wir die jetzt, naja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es darum geht, diese 5 Vögel pro Anlage zu schützen, sondern es geht darum, irgendwelche Argumente zu finden, warum das Ding jetzt da nicht gebaut werden soll. Ja, das ist ja eher so eine Verhinderungstaktik, als dass da besonders naturschutzverbundene Menschen argumentieren, oder? Ja, glaube ich auch, ganz klar. Also ne, man kann das jetzt nicht pauschal sagen, ja, ich meine, Labo, der hat seine Berechtigung und ist auch gut, dass es Team gibt, ohne Frage, aber ich glaube, gerade wenn man so den Einer Pring, den Vorsitzenden vom Landesverband Erneuerbare Energien hier in NRW hört, da sagt er, das hat dazu geführt, also der NABU hat in den letzten Jahren die meisten Windenergieanlagen verhindert, aufgrund von solcher Geschichten. Und ja, muss man, also ist wie du sagst. Ich denke mal, im Dialog kommen dann ja auch so Sachen raus wie, wir brauchen ein Radarsystem, was den Vogelschlag reduziert. Oder wir müssen Flugrouten und Gebiete, Vogelschutzgebiete vorher besser auskundschaften, bevor wir entscheiden, wo das jedenfalls hinkommt. Das heißt, letzten Endes hat es ja schon, macht es ja schon Sinn, dieser Gegenwind. Also das ist auch richtig, weil die Vögel brauchen halt auch ihre Räume. Und deshalb wird halt über einen kompletten Brutzeitraum im Genehmigungsverfahren halt da auch, also muss kartiert werden, bevor halt, und die Ergebnisse müssen so sein, dass du halt eben diese Schutzabstände dann einhältst zu den Horsten der Vögel, damit du die halt nicht gefährdest und das, ne, den Lebensraum von denen so einschränkst und die dadurch zusätzlich in Gefahr bringst. Das ist, wird halt über diese Kartierung geprüft. Vorab und dann wird das mit ins Genehmigungsverfahren gegeben und anhand dessen auch entschieden, ob das überhaupt zur Genehmigung kommt oder nicht. Ja. Und das ist schon richtig und wichtig, dass wir solche Wege gehen, damit halt wir nicht einfach drauf loslegen und irgendwo was bauen. Ne? Wir sind ja dafür bekannt, dass wir erstmal die Sachen 10-mal durchdenken, bevor wir dann loslegen. Ist auch gut so, ohne Frage, aber wir müssen tatsächlich dazu übergehen, dass wir den Artenschutz insgesamt, glaube ich, in den Fokus rücken und nicht das individuelle Tier da zu stark berücksichtigen. Ne? Sonst sind wir nämlich wieder bei dem Thema, wie wir es eben hatten, wir schaffen hier ein Klima, was überhaupt nicht mehr, also für keine Art mehr irgendwie einen Lebensraum bietet. Ich denke mal, was so ein bisschen Zeitdruck macht, ist die Frage, wann reißen wir Kippelemente? Und wann ist es dann zu spät, Windkraftwerke aufzubauen? Ja. Also wo man dann nicht mehr den Kollaps des Klimasystems verhindern kann. Deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt auch Erleichterungen in den Genehmigungen des Verfahren bekommen oder dass sie schneller werden. Weil wenn man sich das anguckt, um eine Fläche zu aktivieren, müssen wir mit den Eigentümern uns einig werden. Wenn wir das geschafft haben, dann müssen wir den Brutzeitraum abwarten. Das heißt also von Frühjahr bis Herbst oder ne, wird kartiert und dann kann man erst weitere Gutachten erstellen und ins Genehmigungsverfahren gehen. Und erst wenn wir im Genehmigungsverfahren ist es so, dass der zu genehmigende Kreis natürlich eine gewisse Zeit hat, dies durchzubringen, weil er verschiedene Parameter
erfüllen muss. Also das heißt, er muss in die Beteiligungsrunde gehen von den umliegenden Gemeinden, der Gemeinde, um die es betrifft. Es wird ziviler und militärischer Flugverkehr betrachtet und es werden halt ganz viele andere Dinge müssen berücksichtigt werden. Das heißt, seismologische Stationen spielen da eine Rolle. Und das wird alles mit berücksichtigt. Da werden teilweise die betreffenden Institutionen oder Bundeswehr, wenn da Nachtflug, Tiefflugkorridor ist, beteiligt, die müssen dazu Stellung nehmen. Und da muss man vielleicht den Korridor anheben und so weiter. Das sind alles Dinge, die im Genehmigungsverfahren Zeit brauchen. Und erst wenn die Genehmigung vorliegt, wird jeder Projektierer erst die Anlage bestellen. Weil vorher ist das Risiko, eine Anlage zu bestellen, die nachher nicht gebaut werden darf, halt einfach zu hoch. Ja. Und dann kommen die Lieferzeiten der Anlagenhersteller noch dazu, bis dann diese Anlage tatsächlich installiert wird. Also vergehen im besten Jahr im Moment 3 bis 4 Jahre, im besten Fall, von dem Zeitpunkt, wo man sich mit den Eigentümern geeinigt hat, also wo die Flächen wirklich für die Windenergienutzung zur Verfügung stehen und die Gemeinden auch dazu stimmen. Und das muss halt einfach schneller gehen, weil es ist, wie du sagst, wir haben nicht mehr viel Zeit, um diese Kipppunkte, also bis wir die erreichen, bis es da an einem Punkt kommen, wo wir halt vielleicht dann nur noch Schadensbegrenzung betreiben können. Und das wäre halt echt schade. Und deshalb müssen wir da jetzt echt Gas geben, auf die Tube drücken. Ich weiß auch nicht, warum dafür dieses politische Umfeld so jetzt mit Russland und so weiter nötig war, um diesen Fokus darauf zu haben. Ja. Es hätte eigentlich genügt, wenn man sich nur die Situation mit dem Klima anguckt, aber... Es ist schon verrückt, dass die Menschen eher bereit sind, Energie zu sparen und in erneuerbare Energien zu investieren, wenn man Putin eins auswischen kann, als um die zukünftigen Generationen zu schützen. Ja. Ich glaube, das ist einfach viel zu weit weg, dass die Leute es realisieren. Ne? Ja. Ja, also weil, wenn du dir anguckst, jeder, der sich da für den Vogelschutz auf einmal aktiv beteiligt und da irgendwie sagt, nee, dürft ihr hier nicht bauen und so weiter, der hat auch meiner Meinung nach ein anderes Motiv. Weil im Umkehrschluss geht er zum Imbiss und holt sich ein Hähnchen, gegrillt ist, und denke mir so, warum schützt du den Vogel nicht? du kommst schon, Vogel. Ja. Ich sag das jetzt mal so salopp, aber ja, ich, ne, und der ist genau wie du sagst. Also, genau, es ist halt komisch. Lass uns die Windkraftanlagen jetzt mal abschließen. Hast du noch ein paar Worte zum Thema Infraschall? Ja, also Infraschall ist ein riesen Angstthema, weil das natürlich auf die Gesundheit geht. Ne? Und jeder macht sich Sorgen um seine Gesundheit. Und das muss man halt auch ernst nehmen. Völlig legitim. Absolut. Also ne, jeder möchte, also man möchte nicht in einem Umfeld wohnen, was für einen schädlich ist. Mhm. Aber da gab es eine Studie, die über also 1,5 Jahrzehnte wirklich falsche Zahlen beinhaltet hat. Und da hat sich, ich glaube, das war im Mitte letzten Jahres, hat sich der Altmaier, als er noch Wirtschaftsminister war, offiziell bei der Windenergiebranche entschuldigt und hat gesagt, es tut uns leid, wir haben da aufgrund dieser Studie wirklich falsche Zahlen herangezogen. Das hat wahrscheinlich dann dazu geführt, dass viele Anlagen nicht gebaut wurden. Und das ist auch so. Weil es ist de facto so, dass diese Studie, die da so oft zitiert wurde, halt um einen Faktor von 1000 bis zu 10.000 mal höhere Werte angenommen hat. Und das war ein einfacher Rechenfehler. Und das ist erst Mitte letzten Jahres jemandem aufgefallen. Und das hätte eigentlich bei so einer Peer-Reviewed-Studie irgendwem auffallen müssen. Dafür wird es ja Peer-Reviewed. Ja, absolut. Ja. Und es ist echt unfassbar, dass das nicht vorher aufgefallen ist. Okay. Also Hintergrund ist, wenn du mit einem alten Diesel 3 Stunden unterwegs bist im Auto, dann hast du so viel Infraschall, bist du so viel Infraschall ausgesetzt, wie als wenn du 20 Jahre in 300 Meter Entfernung neben einer Windenergieanlage stehst. Das heißt, mehr braucht man dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Also dieses Beispiel ist, finde ich, wirklich so richtig plastisch. Aber wenn sich wirklich jemand Sorgen macht um Infraschall, dann sollte man in seinem Haushalt mal gucken, weil jede Umweltpumpe in der Heizung sendet Infraschall. Ganz viele Dinge im Haushalt senden Infraschall. Kühlschrank-Kompressor? Ja.
Sowas. Mhm. Da überall geht Infraschall von aus, weil es ist tieffrequenter Schall. Mhm. Selbst der Wind produziert Infraschall, weil er halt, weil es im Prinzip nichts anderes ist als ein Schall, den man nicht mehr hört. Mhm. Wenn du jetzt von der Windenergieanlage stehst und du hörst dieses, das ist dieser Schall, den hörst du, und das ist im Prinzip auch der Moment, wo der untere Flügel am Turm vorbeigeht und dadurch der meiste Druck entsteht. Ganz genau. Mhm. Und das ist das, also das, was man hört. Und diesen Schall, den hört man, klar, und da wird natürlich auch nicht hörbarer Schall produziert, wie bei allem anderen auch. Mhm. Deshalb, man muss die Ängste der Leute dort vor Ort ernst nehmen. Aber ich glaube, das wurde auch sehr stark eingesetzt, um halt das noch zu verhindern. Mhm. Weil es gibt halt einfach viele Interessenslagen, die das nicht wollen. Da muss ich immer fragen, wer verdient Geld daran, dass es nicht gebaut wird. Ja, ganz genau. So, und deshalb ähnlich ist es ja mit all den Mythen um vegane Ernährung, ja. Mangelerscheinungen und wo kriegst du deine Proteine her und was auch immer, ja. die ja, ja von der Fleischlobby immer wieder gestreut werden, um Menschen Angst zu machen. Ohne Tierprodukte kann man nicht leben. Ja, ja. ja. Es gibt eine sehr interessante Bewegung, die sehr stark gegen Windenergie wettert und auch sich mit allen lokalen Initiativen, die gegen Windenergie sind, vernetzt und die supportet. Und da hat Greenpeace vor anderthalb oder zwei Jahren, das ist mittlerweile her, einen Zusammenhang herstellen können zu der Atom- und Kohleindustrie. Also so, dass es von denen finanziert wird, Bewegung. Dass diese Bewegung von denen finanziert wird und die wiederum dann Initiativen vor Ort finanzieren die, und unterstützen und mit Informationen versorgen. Also wenn man findet dazu was im Internet, wenn man Greenpeace und Windenergie oder Gegenwindlobby sucht. Und unterm Strich muss man auch da sagen, selbst wenn dieser Infraschall einer Windkraftanlage in der Nähe meines Gartens mich gesundheitlich beeinträchtigen würde, von mir aus auch massiv beeinträchtigen würde, das, was die Klimakatastrophe mit mir, wenn ich älter bin, oder mit meinen Kindern und Kindeskindern macht, ist viel, 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 viel ungesünder. Ja, absolut. Also wenn unsere Lebensgrundlagen zerstört werden, dann ist ein bisschen Infraschall als Preis, den wir zahlen mit unserer Gesundheit vielleicht, verschwindend gering im Vergleich dazu, oder? Natürlich möchte man das nicht. Ne? Man möchte ja auch keinen, also man, ne, immer wenn es einen selber betrifft, dann will man es natürlich insbesondere nicht. Aber die Frage ist ja nicht, wie stark setzen wir uns im Infraschall aus, sondern es ist mittlerweile ganz klar belegt, also das variiert vielleicht auch noch von Anlage zu Anlage und Anlagengröße und da gibt es sicherlich auch Unterschiede, aber wenn du da 100 Meter Entfernung da eigentlich keine Beeinträchtigung mehr für die Menschen ausgeht, dann ist mit den normalen Schutzabständen, die wir da eh haben und einhalten müssen, eigentlich alles Nötige getan, um dort dem Menschen keinen zusätzlichen Schaden zuzufügen. Ja. Und von daher, mir fällt gerade noch ein, wir haben noch nicht über Schlagschatten gesprochen. Das ist ja auch noch ein Thema, was oft wirklich da ins Feld geführt wird, wenn es gegen Windenergie geht. Ich will auch ganz kurz noch was dazu sagen, weil wir schon auch so viel über Windenergie gesprochen haben. Es gibt auch, wenn wir ins Genehmigungsverfahren gehen, wird geguckt, unter welchen Bedingungen Schattenwurf bei Häusern in der umliegenden Ortschaften entstehen kann. Mhm. Weil je nach Jahreszeit und Sonnenstand kann, wenn wirklich dann halt Sonne ist, im schlechtesten Fall irgendwo schon mal ein Schlagschatten sein. Aber da werden dann Schattenwurfgutachten erstellt. Die sind auch fester Bestandteil eines jeden Genehmigungsverfahrens. Und wenn die besagen, dass an einer Stelle, wo der Schattenwurf auf ein Haus fällt oder auf ein Grundstück, weil dann kann man ja nicht wenn das Haus da ist, dann kann man ja nicht sagen, ja, hast du Pech gehabt, das beeinträchtigt einen ja schon.
dann wird die Windenergieanlage abgeschaltet, wenn das eine halbe Stunde pro Tag übersteigt. Mhm. Das ist halt auch mit dem Grund, warum viele Anlagen oft auch stehen, weil es halt Abschaltungen gibt. Okay, also ich denke mal, der Mast durch die Bewegung der Erde, dass die Sonne sich halt dreht, sie dreht sich ja nicht, wir drehen sich um die Sonne, aber von dem Mast der Schatten, der wird wahrscheinlich nur eine kurze Zeit über das Grundstück hinweggehen. Ja. Aber die Rotationsflügel, die haben natürlich einen gewissen Radius und der wird wahrscheinlich dann länger als eine halbe Stunde immer wieder Schattenwurf produzieren. Könnte, um ganz den genau. geht es, oder? Um den geht es, ganz genau. Mhm. Und der darf nicht länger pro Tag als eine halbe Stunde sein und ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht öfter als an 60 Tagen im Jahr. Mhm. Ansonsten muss die Anlage für diesen Zeitraum, wo dieser Schatten auf dieser Stelle entstehen würde, abgeschaltet werden. Mhm. Und wir gehen davon aus, 365 Tage wolkenloser Himmel. Mhm. Das ist die Bewertungsgrundlage. Das heißt, also auch da sind die Richtlinien sehr streng. Eigentlich, wenn die Windkraftanlage sich dreht, hast du in der Regel nicht so viel Schattenwurf. Ne? Ja, aber dementsprechend groß ist dann halt dieser Sicherheitsrahmen, der da eingerechnet wird. Genau, und deshalb, wenn sich die Menschen fragen, ja gut, jetzt stehen hier die Anlagen und die sind, laufen halt, also ich sehe, dass sie nur stehen, dann kann das unter anderem so einen Grund haben. Okay. Es gibt halt auch noch Gründe, dass wenn wir wissen, es ist besonders hohe Flugaktivität von Fledermäusen, beispielsweise in den Dämmerungszeiten, dann müssen die Anlagen dort auch ausgeschaltet werden. Mhm. Weil die Anlagen gerade zu dem Zeitpunkt, wenn halt die Vögel Fledermäuse jagen gehen, dann werden die halt, müssen die stehen, damit halt es nicht zur Kollision kommen kann. Mhm. Und das ist immer der Vorteil ist bei den Windenergieanlagen, umso mehr Wind ist, umso weniger Fledermäuse fliegen auch, weil die bei stärkerem Wind nicht fliegen, sondern nur bei schwachem Wind. Und bei schwachem Wind ist es auch nicht so schlimm, wenn die Anlagen stehen. Mhm. So, und deshalb, da wird halt schon auch, gerade im Genehmigungsverfahren, wenn dann solche Sachen festgelegt, wann muss die Anlage stehen, aus welchem Grund. Ne, also Schattenwurf, das ist Vogelflug, ne? Es gibt beispielsweise, wenn Zugvögel fliegen, das wird auch berücksichtigt und so weiter. Also man kann durchaus sagen, dass auch im Betrieb der Anlage regelmäßig oder halt bestimmte Regeln gelten, die darauf abzielen, eben diese Schäden zu minimieren. Ja, absolut. Und das ist auch gut so. Ja, Lutz, vielen herzlichen Dank für dieses hochinteressante Interview. Ich finde es immer sehr, sehr spannend. Normalerweise reden wir ja hier bei Vegans for Future auf dem Kanal hauptsächlich über die Agrar- und Ernährungswende. Aber die Energiewende ist natürlich genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger. Letzten Endes muss das alles miteinander im Einklang funktionieren, damit wir am Ende unsere Lebensgrundlagen retten. Und ich finde, das Interessanteste an der ganzen Sache ist halt, das zu verquicken. Dass Landwirte, die auf der einen Seite das Standbein Tierwirtschaft verlieren, eine Alternative geboten wird. Und da sind natürlich erneuerbare Energien, die auf ihren Landflächen dann aufgebaut werden können, eine super Möglichkeit, womit wir dann gleichzeitig auch die Energiewende vorantreiben. Von daher vielen Dank, dass du da in dem Bereich tätig bist. Ja. Können Landwirte dich auch direkt ansprechen, wenn sie jetzt sagen, Mensch, das hört sich interessant an, ich würde gerne mitmachen bei der Rettung der Welt? Sehr gerne. Also du kannst gerne die Kontaktdaten von mir in die Shownotes packen und wenn die Flächen haben und wissen wollen, ob da irgendwas möglich ist, können die sich gerne bei uns melden. Dann können wir das mal recherchieren und überlegen, was da möglich ist. Biete ich gerne an. Darüber hinaus, also danke, dass ich ein bisschen was erzählen kann. Ich mache das gerne, ich spreche gerne über das Thema, weil es mir Spaß macht und ich es auch mir ausgesucht habe, weil ich halt gerne was verändern möchte und freue mich, wenn da viele mitmachen und deshalb vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Zukunft fängt auf unseren Tellern an. Wer die Zukunft wirklich schützen will, der lebt vegan.